Hallöchen, die Biobox Food and Drink ist bei mir angekommen und ich habe die auch schon ausgepackt und jetzt gehen wir einfach mal die Produkte durch. Ja, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier ein Haselnussöl. Haselnussöl sind 100 Milliliter drin und ja, ne, ist ein Haselnussöl. Ja, was soll man zum Haselnussöl groß sagen? Ist halt ein Haselnussöl. Kostet... Was kostet das? 6,99 Euro. 100 Milliliter, 6,99 Euro. Man kann also wirklich richtig gut Geld hinblättern für Öl. Das kann man so viel schon mal sagen. Dann haben wir Bio-Apfelchips von Bioland. Die kosten 2,29 Euro. Ist eine Sondergröße. Sind, wie viel sind hier drin? 50 Gramm. Also nicht wirklich viel. Ich bin nicht so der Fan von Apfelchips und so. Mag ich nicht. Also daher kriegt meine Mama. Ja. Dann haben wir, und das mag ich, stückige Tomaten. Kann man immer zum Kochen benutzen. Das ist okay. Stückige Tomaten, macht man nichts verkehrt. Die kosten 3,49 Euro. So ein ganzes Glas. Wie viel ist hier drin? 340 Gramm. Das ist okay. Dann habe ich hier drei kleine Gläschen mit Sachen, die ich schon letztes Mal in der Box hatte. Aber nur als Tütchen, wo ich noch gesagt habe, wie kann man das so klein reinpacken. Hätten sie doch gleich mal so machen können. Da haben wir hier einmal Wildheidelbeeren als Marmelade. Hier haben wir Wildblütenhonig. Und wir haben Nocciolata. Ein Schokoladenaufstrich. Oder ein Haselnussaufstrich eher. Die drei Sachen schmecken super. Ich habe die in diesen Tüten ja schon gehabt und da haben sie mir sehr gut gemundet. Daher freue ich mich, dass sie drin sind, wobei ich hätte sie auch gerne in groß gehabt. Aber ist okay. Aber ich finde es blöd, es zweimal hintereinander reinzupacken und jetzt als vollwertiges Produkt hier irgendwie, weiß ich nicht, hätte man letztes Mal schon machen sollen und nicht einfach die Tüten als Beigabe. Ja, Kosten, ich glaube, 1 Euro pro Gläschen. Ja, 1 Euro pro Gläschen. Genau. Dann war ein Chai-Tee dabei, den ich irgendwie hier jetzt gar nicht finde. Den, ja, den habe ich wohl schon weggepackt. Hups. Ja, der ist weggeräumt. Ich bin jetzt nicht gewillt aufzustehen. Daher, ja, ne, war ein Chai-Tee bei. Kann man mal trinken, mal gucken. Ansonsten, wenn er mir nicht schmeckt, kriegt einen Tata. So, dann war noch dabei Turon aus Alicante. Solche Stückchen kostet 3,49 Euro. Hatte ich doch schon mal drin, nur in einer anderen Geschmacksrichtung. Hat mir schon da nicht geschmeckt. Ich bezweifle, dass es mir munden wird. Daher, ja. Nun gut, das war die ganze Box. Ja. Ich klinge nicht begeistert, ne? Kein Wunder. Ich bin nämlich auch nicht begeistert. Außer diesen kleinen drei Gläschen, die ich auch jetzt nur als positiv empfinde, weil ich sie kenne und sie schmecken. Sowie die gestückelten Tomaten. Gefällt mir sonst weiter nichts. Haselnussöl ist durchaus interessant, kann man nicht meckern. Aber so insgesamt gesehen bin ich jetzt aktuell nicht so begeistert von der Box. So, die entwickelt sich momentan nicht in eine Richtung, die mir gefällt. Ich schaue mir das noch eine Zeit lang an, aber ich spiele mit dem Gedanken, wenn es so weitergeht, sie abzubestellen. Ja. Conny, das Boxenluder überlegt, eine Box abzubestellen. Naja, gut, was soll's. Ist ja nur Essen und keine Beauty-Sachen. Trotzdem, ich hoffe, dass er noch die Kurve kriegt und wieder besser wird. Hat sie euch gefallen? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob jemand total begeistert ist. Lass mich gerne auch mal vom Gegenteil überzeugen. Also ich bin momentan, wie gesagt, nicht begeistert. Aber das, naja, gut. Schauen wir mal. Ja, so viel von der Biobox Food and Drink. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!